Willkommen zu einer neuen Folge BMW Today. Mein Name ist Joy und heute geht es um den iX3. Bei mir ist Rebecca Groß. Hi Rebecca, wie geht's dir? Hi Joy, gut, danke dir. Was machst du im Unternehmen? Ich mache das Produktmanagement für den iX3. Der iX3 erweitert das Portfolio des X3. So ist es. Wir haben jetzt hier mit dem iX3 das erste vollelektrische Sports Activity Vehicle von der BMW Group. Und damit haben wir neben einem Diesel-, Benziner-, PHEV jetzt auch ein reines Elektrofahrzeug. Damit wird die Idee des Power of Choice komplett, richtig? So ist es. Das heißt, wir haben jeweils für die Kundenbedürfnisse das richtige Antriebskonzept. Nennen uns doch ein paar Highlights von dem iX3. Wir haben einen neuen E-Antrieb, wir haben neue digitale Services, wir haben ein neues BMW E-Design und wir haben das volle Paket an Fahrassistenzsystemen schon in der Basis. Wenn wir über das Design reden, dann sehe ich hier vorne schon, die Niere ist ein bisschen anders. Man sieht viele blaue Elemente. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ja, wir haben hier in der Niere eine weitgehend geschlossene Fläche. Mhm. Wir haben diese reduzierten Linien auch im Stoßfänger übernommen. Und dadurch hat man quasi einen positiven Effekt auf die Aerodynamik. Ja, das gefällt mir sehr gut. Sieht sehr kompakt und geschlossen aus. An der Seitensicht sehe ich schon eine Aerodynamikfelge. Die ist neu. Die ist in der Tat neu. Kommt hier mit dem iX3 zum ersten Mal zum Einsatz und ist leichter, um 15% leichter als bisherige Aerodynamikfelgen. Sie hat einen geringeren Luftwiderstandsbeiwert und dadurch können wir natürlich mehr E-Reichweite gewinnen. Wie viel E-Reichweite gewinnt man dadurch? Bis zu 10 Kilometer im WLTP-Zyklus. Okay, und wie viel Reichweite habe ich überhaupt mit dem Fahrzeug? Bis zu 460 Kilometer, auch wieder im WLTP-Zyklus. Der Airbreather hat sich auch geändert. Da ist jetzt das i-Logo drin. Da ist das i-Logo drin, damit man auch von allen Seiten erkennt, dass es sich um die vollelektrische Variante handelt. Kann ich eine andere Felge haben? Wir haben auch, das ist die 20-Zoll-Felge, kannst auch die 19-Zoll-Felge nehmen. Das kommt dann mit der Basisvariante Inspiring. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich das Fahrzeug ausstatten kann? Genau, wir haben echt für den Kunden versucht, die Auswahl maximal zu vereinfachen und haben jetzt eine Basisvariante Inspiring und eine höhere Ausstattungsvariante Impressive. Das heißt, Driving Assistant Professional und das Panoramadach gibt es nur in der höheren Variante? Das Coole ist, wir haben ein sehr hohes Basisniveau. Das heißt, Driving Assistant Professional, das Panoramadach und noch weitere Sachen gibt es schon in der Serie. Ah, sehr interessant. Was hat sich im Interieur alles getan? Was siehst du an Neuigkeiten? Ja, ich sehe da unten hier das iX3-Logo. Mhm. Dann unter dem BMW-Logo am Lenkrad sieht man das BMW i-Blau. Das sieht man auch im Tacho. Start-Stopp-Knopf ist auch blau unterlegt. Da muss ich dir was zeigen. Oh, cool. Warum ist Sound so wichtig bei den i-Fahrzeugen? Das ist ganz cool. Wir haben jetzt hier einen Start-Sound zusammen mit Hans Zimmer und BMW komponiert. Ich habe immer das Gefühl, dass Sound ganz wichtig ist bei den i-Fahrzeugen. Genau, nicht nur jetzt hier das akustische Antriebsfeedback, dass wir wissen, okay, der E-Motor ist an. Mhm. Wir haben auch BMW Iconic Sound Electric. Okay. Abhängig vom Fahrmodus, wenn du in Sport bist, haben wir ein bisschen sportlicheres Sounddesign hinterlegt. Und der Schaltknopf ist auch blau unterlegt, mit einem B statt einem S. Ja, cool erkannt. das ist auch jetzt neu und erstmalig im iX3, dass wir die Gangwahlgasse B anbieten. Das steht für Brake und damit kann der Kunde direkt in die maximale Rekuperationsstufe schalten. In die maximale heißt, es gibt noch andere Rekuperationsstufen? Genau, wir haben drei unterschiedliche Niveaus und am coolsten finde ich aber den adaptiven Rekuperationsmodus. Der adaptive Rekuperationsmodus, was macht der genau? Der schaut mit dem intelligenten Vorausschauassistent und analysiert die Verkehrssituation, hat man ein Fahrzeug vor sich, bremst der Stärke ab. Hat man freie Fahrt auf Überland beispielsweise, geht er in den Segelmodus. Und dadurch kann man immer die maximale Effizienz gewinnen. Im Interieur sieht er sonst, finde ich, aus wie ein ganz gewöhnlicher X3. Aber der Kofferraum ist bestimmt ein bisschen kleiner. Lass mal schauen. Der Kofferraum ist hier ganz ebenerdig. Ja, da haben wir echt es geschafft, das komplette Kofferraumvolumen von dem X3 zu behalten. Und zwar ist wichtig, dass wir keine Kompromisse eingehen, sondern dass die volle Funktionalität auch im iX3 zur Verfügung steht. Das ist beeindruckend. Das ist ziemlich cool. Kommen wir zu ein paar Hard Facts. Erzähl doch mal. PS.
286. 0 auf 100. 6,8 Sekunden. Drehmoment? Das ist die richtige Frage. Da haben wir 400 Newtonmeter. Und das erlaubt natürlich dieses BEV-Fahrgefühl, was so Spaß macht. Und was diese Driving Dynamics und die Fahrfreude, wie wir sie von BMW kennen, mit dem lokal emissionsfreien Fahren, auch hier für den EX3 ermöglicht. Wollen wir auch übers Laden reden? Können wir gerne. Da ist die Tanja da, die kann dir als Expertin zum Laden alle Fragen beantworten. Dann bedanke ich mich schon mal bei dir für deine Zeit. Danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dann gehe ich rüber zu Tanja. Hi Tanja, wie geht's dir? Hallo, danke, sehr gut. Was machst du im Unternehmen? Ich bin Produktmanager für BMW Charging. Charging ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn es um Elektrofahrzeuge geht. Womit beschäftigst du dich jeden Tag? Wir entwickeln ein Produktportfolio aus personalisierten Ladeprodukten und Services, um unsere Kunden rundherum glücklich zu machen. Weil Laden soll einfach sein und auch Spaß machen. Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten wahrscheinlich zu laden, zu Hause und unterwegs. Ja. Was habe ich für Möglichkeiten, um zu Hause das Fahrzeug zu laden? Mhm. Zu Hause gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Wenn ich viel unterwegs bin und flexibel laden möchte, dann ist es ganz interessant, sich mal unser neuestes Ladeprodukt anzuschauen. Den Flexible Fast Charger, der hier vor uns liegt. Ja, ich sehe ein paar Kabel. Mhm. Ich sehe Anschlüsse. Ganz genau. Erklär's mir. Dieser Flexible Fast Charger kommt mit unterschiedlichen Adaptern, entweder für das Laden an der Haushaltssteckdose oder aber auch für das Laden an der Industriesteckdose. Das ist cool. Genau. Und dann kann man quasi Plug and Play, Okay, cool. Man den Adapter quasi mit dem Device verbinden. Und abhängig von der Infrastruktur hat man dann immer die beste Ladeleistung. Das heißt, ich kann zu Hause laden, aber ich kann auch, wenn es sein muss, mit dem Kabel unterwegs laden. Genau. Gibt es eine weitere Möglichkeit, um zu Hause laden zu können? Ja, da haben wir natürlich unsere Wallboxen. Die sind lang bekannt. Heute haben wir mitgebracht unsere BMW Wallbox Essential. Die hat eine Ladeleistung von 22 Kilowatt und man reduziert eigentlich die Ladezeit beträchtlich, wenn man an so einer Wallbox lädt. Du sagtest Wallboxen. Mhm. Gibt es noch weitere? Ja, genau. Über das BMW-Portfolio hinaus bieten wir auch smarte Wallboxen von unseren Partnern an. Okay. Wenn Kunden also beispielsweise ein Lademanagement benötigen, ganz spezielle Anforderungen haben, dann empfehlen wir ihnen, auf unsere smarte Partner-Wallbox zurückzugreifen. Und es gibt auch einen Installationsservice. Also sowohl, da muss ich nicht selbst anbringen. Richtig, genau. Okay, und wenn ich unterwegs laden will, was habe ich da für Möglichkeiten? Mhm. Öffentliches Laden ist auch ganz wichtig für BMW. Ja. Aktuell haben wir ein Netzwerk von mehr als 450.000 Ladepunkten weltweit. 450.000, das ist eine Menge. Das ist eine Menge und es kommen auch täglich welche dazu. Was habe ich da für Möglichkeiten? Also ich kann unterwegs laden, ich sehe da eine Karte. Genau, das ist die BMW Charging Card. Okay. Gibt dir Zugang zum BMW Charging Netzwerk. Okay. Genau. Und damit kann ich dann auch bezahlen. Genau, damit kannst du quasi den Ladepunkt entriegeln, deine Ladesäule. Das ist ziemlich cool. Wie lange dauert es, wenn ich so ein Fahrzeug lade? Kommt immer darauf an, wo man lädt. Mhm. Wenn man es zu Hause macht, dann dauert es ein bisschen weniger als 7 Stunden. Okay. Unterwegs, beispielsweise Autobahnfahrt, kommt natürlich das Thema High-Power-Charging ins Spiel. High-Power-Charging. Ganz interessant für den EX3. Was heißt das? Der EX3 hat ja eine Ladeleistung von 150 kW. Oh, das ist ordentlich. Das ist dreimal so hoch wie beim i3. Genau, genau. Okay. Mhm. Ja. Und das heißt, wenn man dann an den High-Power-Charger geht, dann kann man das Fahrzeug bis zu 80% in nur 34 Minuten aufladen. Okay, so meine durchschnittliche Pause auf der Autobahnraststätte ist aber nur 10 Minuten. Wie viel Reichweite habe ich dann? In 10 Minuten kannst du 100 Kilometer Reichweite nachladen. Damit kommt man meistens weiter bzw. nach Hause. Was ist mit, wenn ich diese Ladestation suche? Wie finde ich die? Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst es entweder über die App, beispielsweise die MyBMW-App machen, oder aber auch im Fahrzeug direkt über das Navigationssystem. Oh, okay. Magst du mir das gerade mal zeigen im Navigationssystem? Ja, klar. Sehr gerne machen. Oder aber der Stefan, der ist ja auch mit dabei heute. Ja. Vielleicht nehmen wir den. Ja gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke. Hi Stefan. Hi Joy. Wie geht's dir? Gut, danke für die Einladung. Gerne. Erzähl mir, was machst du im Unternehmen? Ich bin Produktmanager für digitale Dienste. Digitale Dienste, das heißt, es geht auch um Navigation. Es geht auch um sowas wie, wie finde ich die nächste Ladestation? Richtig, genau. Was beinhaltet das noch? Gerade wie finde ich die nächste Ladestation oder wie plane ich einen längeren Trip? Das ist ja das, was unsere Kunden treibt. Das sind alles Funktionen, die du in Connected Charging findest und die auch mit dem BMW iX3 kommen. Ja?
Sehr cool. Willst du mir ein paar Sachen vielleicht zeigen direkt? Gerne. Also können wir gleich hier machen, wenn du magst. Was du hier siehst, der blaue Kreis, das zeigt dir praktisch die Restreichweite, die du noch hast. Und so kannst du gleich auf den ersten Blick sehen, komme ich überhaupt ans Ziel oder nicht. Ne? Okay, und wenn wir, was passiert, wenn das Ziel außerhalb des Ringes liegt? Das ist natürlich eine gute Frage. Dann ist es so, dass das Navigationssystem automatisch Ladestopps entlang der Route einfügt oder integriert. Ne? Ja, dann wollen wir doch mal probieren. Ich will zurück nach Frankfurt. Ja, dann machen wir das doch. Also, hey BMW, fahre mich nach Frankfurt. Welches dieser Ziele? Okay. So, jetzt wird kurz die Route berechnet. Da siehst du auch, dass der Reichweitenkreis sich anpasst. Ah, anhand der Topografie wahrscheinlich. Genau. Und jetzt siehst du hier schon, kriegst du gleich die Ladestopps anhand deiner Route vorgeschlagen. Ah. Ich sehe auf der rechten Seite so eine Art Filter. Richtig. Also du kannst zum Beispiel nach Ladesäulen, Schnellladesäulen filtern. Du kannst aber auch Informationen über die einzelnen Ladesäulen bekommen. Also sprich, was sind die Öffnungszeiten, wer ist der Provider, was ist die Bezahlungsmöglichkeit. Wichtig ist natürlich auch immer, ist die frei? Ob sie frei ist oder nicht, siehst du immer an den grünen Balken. Da kannst du dann in Echtzeit natürlich sehen. Muss ich fürs Planen von so einer längeren Tour, von einer längeren Reise immer im Fahrzeug sitzen? Nein, natürlich nicht. Dafür haben wir die MyBMW App, die natürlich auch jede Menge Features anbietet, um den Kunden in der Planung zu unterstützen. Ja. Willst du mir das gerade mal zeigen? Gerne, dafür komme ich kurz raus. Gerne, komm raus. Dann zeig mir doch mal ein paar Sachen auf der MyBMW App. Ja, wie bereits gesagt, hat die natürlich viele Funktionen, aber ein paar der wichtigsten ist natürlich, du kannst Ladestationen im Umkreis finden, du kannst sogar Ladestationen von zu Hause aus schon direkt an dein Navigationssystem senden. Und was ich persönlich sehr schön finde, ist, du hast jetzt auch eine Ladehistorie. Ja? Da kriegst du schnell auf einen Blick zu sehen, wie ist dein Ladeverhalten, was hast du für Ausgaben beim Laden und natürlich noch viel weitere Informationen. Ja? Ein persönliches Highlight, was passt? Mein persönliches Highlight wäre ganz klar der BMW Digital Key. Also du kannst bis zu 5 Leute einladen und kannst dann natürlich aber auch Restriktionen vergeben. Also, je nachdem, wie schnell deine Freunde fahren sollen oder deine Kinder. Ja. Okay. Wenn du magst, teile ich gerne mal. Dann lass ich mir den Schlüssel doch mal zukommen, Leute. Ja. So, müsstest du haben. Richtig. Ja gut, dann danke ich dir. Ja, Stefan, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Und ihr da draußen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei BMW Today.